Hallo, moin, moin, meine Fußballfans. Ihr wisst ja, dass ich mich an sich über andere Mannschaften oder so wenig äußere. Aber was die deutsche Mannschaft sich gestern erlaubt hat gegen Japan, da passt auch keine Kuhhaut. Negativ. Da wollte ich mich mal zu äußern. Auch ihr wisst ja, dass ich nicht so deutsch-national bin oder irgendwas weiß ich. Ich bin Europabürger und am besten noch Weltbürger. Aber mir liegt ja die deutsche Nationalmannschaft auch am Herzen, weil ich in Deutschland geboren bin. Und ich will auch nicht länger aufholen. Aber was da gestern abgegangen ist gegen Japan, auch wenn Japan eine gute Truppe ist, das passt ja auf keine Kuhhaut. Ich will mal Namen nennen. Ich muss Namen nennen. Die ganze Fraktion von Dortmund hätte ich heute nach Hause geschickt. Ob das der André Süle ist, der 2-Meter-Mann, ob das der Kahn ist. Der guckt, als wenn er einen verraten hat, ganz schwach. Und Dortmund ist ja auch im Moment ganz schlecht, muss man ja sagen. Na gut, da hat man natürlich immer einen noch, da sitzt der Watzke oben rum, das ist der oberste Mann von Dortmund und ist auch gleichzeitig der oberste, mit einer der obersten Leute, die im deutschen Fußball was zu sagen haben. Das geht nicht. Das ist wieder typisch deutsch. Von oben wird dirigiert. So ist das. Aber das will ich gar nicht sagen. Ich will jetzt mal zum Sportlichen kommen. Also wenn du den Havertz da noch oft spielen lässt, dieses lange Gerät da vorne als Mittelstürmer, auswechseln, auch nie mehr einladen. Denn der andere Gnabry, der hat ja nur noch seine Sachen rumgetragen. Warum, weiß ich nicht. Aber ihr müsst natürlich eins sagen, Deutschland ist im Allgemeinen im Moment auf der Kippe. Das kriegen die meisten gar nicht mit, auch im Fußball. Aber wie gesagt, das ist auch wieder was anderes. Und noch was. Also wenn wir den Ter Stegen hinten nicht drin gehabt haben, der einen Sahnetag gehabt hat, dann hätten wir 4-5 gekriegt. Japan hat das mit den einfachsten Mitteln, was im Fußball gebraucht wird. Laufen, gucken. Zweikämpfe aus dem Weg gehen, wenn ich 1,60 groß bin und schnell nach vorne spielen. Das war Japan, hochverdient gewonnen. So, jetzt kommen wir zu unserem Bundestrainer. Das habe ich schon gesagt, bevor das überhaupt weiterging. Da haben sie Rudi Radada geholt. Rudi hat ihn dann mit Mochtin wohl nicht entlassen oder irgendwas weiß ich. Und jetzt hängt der da immer noch rum. Jetzt kommt Dienstag Frankreich. Dienstag kommt Frankreich. Die sind natürlich noch drei Nummern besser als die Japan, wenn sie Bock haben. So ist es. Aber das müssen andere Leute entscheiden, die da oben rumtanzen und die Kohle einstecken. Der DFB, das ist eine Riege geworden von korrupten Leuten. So sehe ich das. Da geht das immer, da wird gemauschelt und gemuschelt und auch mit den Trainern, auch mit den Spielern. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass Rudi Rallala jetzt mal ein bisschen Flagge zeigt und den anderen Flick jetzt entlässt. Und dann kommt ein anderer, ein junger Mann, der da, ob er das ein Arbeitsmann ist, ist mir auch egal, der mit diesen jungen Leuten kann, mit den Millionären. So sieht das aus. Und noch was, das ist meine persönliche Meinung. Man sollte ja auch mal in die zweiten Bundesliga gucken. Da sind ja auch noch Leute, die mit dem Fußball spielen können. Die mehr wie der Torschützenkönig Tore gemacht haben. Robert Glatzel, wie viel Füllkrug. Also ich muss schon sagen, ich bin total enttäuscht, aber der deutsche Fußball ist im Moment auf dem Scheidepunkt. Also oder wenn das nicht klappt, oder wenn er jetzt noch weiter rumwurzelt, der Hansi Flick, oder der Mahlzeit, Prost Mahlzeit zum deutschen Fußball. Aber im Grunde genommen ist das ja so, die ganz große Interesse, muss ich ehrlich zugeben, ist ja da hinten, also für mich. Aber wie gesagt, was da gelaufen ist gegen Japan, tut mir leid, ohne Außen. Und dann wechseln sie den anderen von Union Berlin ein. Der ist farbenblind, der spielt das Ding in den anderen Fuß zum 3-1. Also ich will euch eins sagen, ich war total enttäuscht. Und das können sie Dienstag gegen Frankreich gar nicht gut machen. Ihr kennt die Franzosen, die lassen mit sich nicht reden. Da gibt das Feuer, da bin ich voll überzeugt. So Jungs. Jetzt will ich euch nicht länger stören bei den herrlichen Wetter, aber das war eine Blamage,
Das war eine Demütigung für Fußball überhaupt. Nicht nur für uns. Die haben uns blamiert aus der ganzen Welt. Ich hoffe, dass unsere Basketballer nachher das Ding an Land ziehen. Die haben ja jetzt schon von mir die größten Loben überhaupt. Was da abgegangen ist, alles klar. So, ich mache jetzt Schluss. Ich will mal bunt in der Sonne in Gärten und dann gucke ich mir das Spiel an nachher Basketball. Also ich muss schon sagen, mein lieber Gott, Rudi Völler und wie die dann Watzke und wie die alle heißen, zieht die Notleine und entlasst den Flick und hol den Nagelsmann. Alles klar, nur der HSV oder jemand anders kauft den Klopp frei von der Insel. Aber mit Flick geht es nicht aus Feierabend. So, hau rein, ist halt Tango, Jungs. Und dann nochmal eine schöne Woche und dann wollen wir wieder die zweite Liga gucken. Ich guck viel lieber die zweite Liga wie diese scheiß Nationalmannschaft. Alles klar, tschüssi. Deutschland, Deutschland über alles. Tschüss.